Im Frühjahr 1957 flimmerte sie zum ersten Mal über die Bildschirme, die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, Synonym für Fernsehkabarett in der Wirtschaftswunderzeit. Und einer der damaligen Truppe hat bis heute durchgehalten, Dieter Hildebrandt. Beginnen wollen wir unseren kleinen Kabarettrückblick allerdings mit zwei genialen Wolfgangs aus Berlin, Neuss und Müller. Warum sagt denn keiner herein? Na, wird keiner zu Hause sein, wa? Oder die hören nicht richtig. Wer nicht hören will, muss Fernsehen. Was ist denn das? Wer lacht denn hier? Haben Sie gelacht? Sie werden doch nicht einfach lachen, ohne was gelernt zu haben. Und das können Sie doch jeden anderen Abend. Aber heute müssen wir doch ackern hier im Archiv. Heute müssen wir doch wirklich, wir sollen studieren. Studieren geht über blamieren. Will doch der Direktor so. Sie müssen erst mal denken, bevor Sie lachen. Oh, oh, oh. Nein, das waren Sie sicher nicht. Machen Sie ruhig zu Hause weiter. Vielleicht war das der erste Tonfilm. Und wir haben den Ton mitgehört. Das heißt, Sie haben also auch das Lachen vom Publikum mit aufgenommen, zufällig. Ah, die haben nicht die Schauspieler auf der Leinwand, sondern unten im Publikum. Kann ja sein. Ah, das ist aber sehr begabt. Was? Das Publikum, na, die konnten doch lachen. Die brauchten ja nicht mal einen Witz. Heute brauchen wir doch Pointen, Pointen. Da lacht einer wie mein Großvater. Vielleicht ist er's. Ausgeschlossen, mein Großvater hat nie gelacht. Wie kannst du denn sagen, da lacht einer wie mein Großvater? Ja, er hat nur so gelacht, wie er lachen würde, wenn er mal gelacht hätte. Also das ist aber vielleicht eine Familie, wo keiner lacht, Mensch. Bei uns haben sie alle gelacht. Na, worüber denn? Über meinen Großvater. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, allmählich mal von dem alten Herrn runter. Liebe Apparatebesitzer. Und Sitzerinnen. Junge, etwas Sitte heute. Du hast die Damen wieder mal vergessen. Die Damen spreche doch heute extra an. Man darf die Damen nicht extra ansprechen. Du, sei vorsichtig, werde nicht zu komisch. Hast du dir mal überlegt, wenn die alle da drinnen über dich lachen, ja? Du sitzt alleine hier und das sind mindestens 9 Millionen. Jetzt lachen die los. Da bleibt nicht mehr viel von dir übrig. Die lachen dich glatt tot. Sie müssen entschuldigen, der ist das noch nicht so gewöhnt, nicht? Ich meine, er war bisher in kleinen, intimen Theatern von 2.000 bis 3.000 Plätzen tätig. Er muss sich ja erst umstellen auf die Masse, wie wir alle. Ich meine, auf die Dauer kommt ja keiner von uns drumrum. Die Masse möchte ich aber mal sehen. Welche? Um die ich nicht drumrum komme. Was ist denn das? Dein Großvater. So, jetzt will ich aber auch die Damen begrüßen, die sich inzwischen sicher wie Österreich und die Schweiz zugeschaltet haben. Es ist schön, dass es sie gibt. Ich meine jetzt nicht die Damen, sondern Österreich und die Schweiz. Ja, das ist besonders schön, auch gerade für Leute, die in Steuerschwierigkeiten geraten sind. Die wissen wenigstens, wo sie sich hinterziehen können. Also schön, dass es sie gibt. Wirklich schön. Lass mir noch ein paar Schöns für die Damen übrig, die ich nicht nur einzeln begrüße, ja? Sondern auch im Präsens, Futurum plus Quamperfektum, im Imperativ. Ach, ist ja egal. So viele Damen gibt es ja gar nicht am Apparat. Ein Glück, dass du mich unterbrochen hast. Ja? Weißt du, es ist furchtbar mit mir. Ich habe mich mal als Schüler in meine Grammatiklehrerin verliebt. Und seitdem gerate ich immer in die Syntax, wenn ich Damen begrüße. Also, meine Damen, wenn Sie zufällig mal lachen müssen, haben Sie keine Angst. Lachen macht nicht dick. Ich meine, bei mir schlägt alles an. Heute kommt die zweite Folge unserer Bestrafung. Ja, und das wird alles noch Folgen haben, da ich Ihnen... Das war ein Wortspiel. Haben Sie gemerkt? Wortspiele darf man nur machen, wenn einem gar nichts mehr einfällt. Kennst du die Sache von dem Architekten, dem was eingefallen ist? Was fällt dir denn ein? Jetzt im Moment nichts, aber vor der Währungsreform sind mir die Wangen eingefallen. Also, Junge, Sitte, ich habe doch Sitte gesagt. Ja, gut, entschuldige, ich muss ja atmen. Und wenn ich atme, kommt manchmal Wort aus meinem Mund raus. Dann atme doch durch die Nase. Ich kann auch durch die Nase sprechen. Na, dann halt jetzt endlich mal die Nase. Wortspiele sind sehr, ich möchte mal sagen, penetrant. Eben. Etwas zurückhaltend muss man damit sein, ja? Das wird leicht chronisch. Und vor allen Dingen erzeugen die Dinger eine unheimliche, dreckige Lache. Immer. Sowas Ähnliches. Ja, was? Apropos dreckig, da fällt mir aber eine hübsche Geschichte ein über eine Putzfrau. Putzfrau? Hm? Kennst du die? Putzfrau, Vorsicht ist am Platze. Misstrauen bitte, ja? Nein, ich kenne die Geschichte nicht, aber ich mache dich verantwortlich, denn ich kenne dich. Darf ich mal hören? Bitteschön. Also, es war mal ein kleines Theater. Und in diesem Theater war nicht nur Schauspieler engagiert, sondern auch eine Putzfrau. Die musste putzen. Aber sie tat etwas, was Putzfrauen überhaupt sonst nicht tun dürfen. Sie putzte nämlich nicht. Und das Theater war immer dreckig. Ja. Und eines Tages hat der Direktor die Putzfrau entlassen. Ja, und plötzlich war aber das Theater nicht mehr gut besucht. Hat er mal überlegt und hat eines Tages die Putzfrau wieder zurück engagiert. Also auch die nicht putzte und die putzte wieder nicht. Aber das Theater war wieder voll. Schöner Witz. Ja. Weil es ist mal was ganz anderes. Ja? Eine andere Art von Humor, nicht? Tja. 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 Warum hat denn der Direktor die Putzfrau wiedergeholt, die nicht putzte? Ja, der Direktor hat gedacht, in meinem Theater lachen die Leute über jeden Trick. An dieser Stelle wäre eine saubere Lache angebracht. Was ist denn nun los? Gucken Sie mich doch nicht so an. Nicht doch, lass mich doch nicht alleine. Ich hab's doch nicht so gemeint. Nicht doch, ich hab's doch nicht so gemeint. Bitte mal darüber. Wo bist du denn nun? Hey! Müller! Verschleppt. Hier.
Wo? Hier. Ach, da. Versteckst du auf der Leinwand? Mann, bist du früh entwickelt. Naja, schwer aufzukommen. Auf die Leinwand? Ja, gerade als Mann. Mann, du hast ja einen riesen Kopf gegen meinen, du musst da was drin haben und ein Körper, das ist ja... Ja, ich spiele nur in großen Kinos. Mach mal den Mund auf. Soll mal den Mund auf sein, was? Hier. Zeigst du mir einen Vogel, sag mal? Natürlich dir, das soll ich ja so machen. Mach doch mal den Mund auf, hier hast du die Gelegenheit, dem Publikum richtig die Zähne zu zeigen. Ich wollte nur zeigen, was eine Hake ist. Mir doch egal, was du im Mund hast. Mach mal auf die Scheune. Komm mal da ran. Jetzt, hier. Keutner, die letzte Brücke. Komm runter, du musst zum Zahnarzt. Auch wegen dieser einen Lücke? Mach doch nichts. Hab schon ganz andere Sachen gefüllt. Warte, hier, warte. Oh, peinlich. Nimm's. Vorsicht, dreckig. Mensch! Tja, ich finde Fernsehen trotzdem besser. Weil man den Kopf ja direkt in Ihren Apparat halten kann. Und wenn Sie so freundlich sind und zu Hause mal das Fenster aufmachen, da kann man auch mal richtig atmen in Ihrem Zimmer, gib nicht? Was, während gib, wenn man gib, auf der Leinwand ist, da kann man ja nicht dieses durch... Ja, du, hab ich doch eben. Hast du die Nase immer noch voll? Ich kann mich nicht entscheiden. Gehen Sie doch bitte jetzt mal auf seinen Mund. Sie hatte sich schon mal beim Fernsehen verbrannt. Ach, das ist doch lange her. Das spielt doch überhaupt gar keine Rolle, sag mal. Damals, das war... Da hatten wir ja nichts zu heizen. Da wurden ja noch Münder verbrannt. Da gab's ja keine Kohlenhalden. Naja, also wenn Sie schon drauf sind, da sehen Sie doch, dass so ein Ding schwer zu halten ist. Vor allen Dingen mit einer Hand, nicht? Ich habe schon als Kind mit Vorliebe ganze Sätze in den Mund genommen und auch wieder herausgelassen und nur einige Worte ab und zu mal verschluckt, also so runter. Später habe ich dann die eine oder andere Lippe mal riskiert, nicht? Dadurch wurde aus dem Mündchen langsam eine Schnauze, also nur beim Sprechen. Wenn ich also mit Mädchen, dann, da spricht man ja nicht, aber dann mache ich ja hier. Na, das lassen wir mal lieber. Also ich bin jedenfalls nie drauf gefallen. Ist doch schön, nicht, wenn einer nicht auf den Mund gefallen ist? Stellen Sie sich mal vor, wenn man mal... Das sind Schmerzen, sage ich Ihnen. Hm. Es klopft. Man könnte ja mal versuchen, hereinzusagen. Versuch's doch mal. Ach, dann kommt ein Fremder. Herein! Verzeihung. Psst. Ach, zukünftige Fernsehansagerin und eine Unterrichtsperson möchten gern ein bisschen... Ei, was denn? Na, sich was abgucken. Natürlichkeit lernen. Natürlichkeit? Da gehen Sie doch lieber in den Wald. Kommt hier die Musik her? Musik kommt immer, wenn es dem Direktor nicht gefällt. Aber uns hat es eben auch nicht gefallen. Na schön, machen wir eben Musik. Ja, gut. Eins möchte ich aber gerne noch sagen den Leuten. Dass wir uns alle lieben, dass wir uns alle mögen und dass wir das auch alle gerne hören. Das möchtest du alles gerne sagen? Ja. Ja, dann sag's doch. Geht ja nicht. Warum nicht? Unsere Zeit ist um. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte nicht stören. Sie sollten sich verschämen. Bitte? Sie sollten sich verschämen, mich so anzuschwindeln. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, wer zu mir kommt, will mich doch stören. Es sei denn, er will gar nichts von mir. Also was wollen Sie bitte? Guten Tag. Ja, es war bereit. Ich wollte eine Annonce aufgeben. Ah, ah, sehen Sie? Sehen Sie? Ja, aber es ist eine etwas außergewöhnliche Annonce. Ah, ja. Verstehe. Ah, kennt ja meine Leute. Sie haben Kontaktschwierigkeiten. Ich habe bitte was? Sie leiden an erotischer Kontaktarmut. Hören Sie mal, meinen Sie, damit würde ich zu einer Zeitung gehen? Sie glauben gar nicht, wie viele Leute mit dieser Mangelerscheinung heutzutage bei einer Zeitung beschäftigt sind. Hören Sie mal, sehe ich so aus? Ja. Ja, aber das werden wir gleich haben. Pass auf, da machen wir eine kleine Annonce, da schreiben wir... Verschlafener Enddreißiger sucht gleichgesinnte Partnerin. Das geht mir entschieden zu weit. Ja, haben Sie recht. Ja, das ist ein bisschen zu deutlich. Ja. Da schreiben wir, junger Sportangler sucht Wochenendfisch, der ab und zu mal anbeißt. Sie verkennen offenbar völlig den Zweck meines Hierseins. Und Sie offensichtlich den Sinn Ihres Daseins. Ich sehe den Sinn meines Daseins nicht im Anbeißen von Wochenendfischen. Ich bin nicht zum Anbeißen. Stimmt, haben Sie recht. Ich würde auch keinen Zahn rühren. Sagen Sie, haben Sie damals auch zufällig was in den Uffizien geklaut? Ob ich bitte wo was? Ich meine, ob Sie als Soldat im Louvre oder einer anderen Räucherkammer damals einen alten Schinken haben mitgehen lassen? Nein, ich habe nur ein Hitlerbild aus dem Haus der Kunst entfernt. Und was haben Sie damit gemacht? Bin damit zu einem Fleischer gegangen und habe ihn gefragt, was er mir dafür gibt.
Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, wenn ich sein Führerbild mit verschwinden lasse, sieht er von einer Anzeige ab. Das wäre ihm mit dem Dürerbild nicht passiert, ne? Ich kenne einen Bruder von mir. Oh, da haben Sie aber Glück. Ich meine, also einer, der bei uns in der Familie war, ja? Den kannte ich. Ah ja, ja, ja. Und dies war zufällig Ihr Bruder? Ja, es traf sich so. Und der hat damals ein echtes Schwein gehabt. Der war damals Amerikaner. Ich sage ja, der hat ein echtes Schwein gehabt und dafür hat er heute einen echten Renoir. Und den fährt er immer noch? Also nehmen Sie jetzt meine Annonce. Ja, auf, natürlich. Skolle Doktor. Kennen Sie den? Fernsehkritiker, sieht etwas schizophren aus. Nein, der schreibt unsere Leserbriefe. Ist ja gar keiner vorbeigekommen, warum ziehen Sie denn die Mütze? Um die Zeit ziehe ich immer den Hut vor dem Niveau unserer Zeitung. Warum denn, ne? Einer muss es ja machen, nicht? Also nehmen Sie jetzt meine Annonce auf oder nicht? Ich bin... Besetzt. Dankeschön, ja. Also, notiere. Text bitte. 5x5. 5x5. Täglich. Täglich. Text bitte. Nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Nie wieder was? Nie wieder Krieg. Entschuldigung, was versprechen Sie sich davon? Nur Gutes. Ich meine, was haben Sie sich dabei gedacht? Das wird Sie doch eine Menge Geld kosten. Mindestens 21,50 täglich. Wenn nicht mehr. Was heißt, wenn nicht mehr? Ja, stellen Sie doch mal vor, wenn das rauskommt, denken Sie mal an Ihre Freunde, an Ihre Bekannten, an Ihre Vorgesetzten. Das gibt ja einen riesen Skandal, gibt das ja. Sagen Sie mal, sind Sie Kommunist? Nein, noch, also nicht, dass ich wüsste. Aber irgendwas Verbotenes sind Sie bestimmt, was? Ja, ich komme jetzt nicht ganz. Sehen Sie mal, nie wieder Krieg, das sagt man doch. Haben Sie das noch nie gesagt? Ja, im Krieg. Und kurz danach nochmal. Aber ich weiß nicht, ich mache doch keine Annonce. Das ist eine Idee von mir, das ist mein Privatpostulat. Ich bestehe darauf. Also bringen Sie mir doch bitte nicht in solche Schwierigkeiten hier. Sie glauben ja gar nicht, was wir hier für unsere Renten verlieren, hier nur wegen dieser einen Annonce hier. Das verstehe ich immer noch nicht. Ist das irgendwie unmoralisch? Ist irgendjemand für den Krieg? Nein, sind natürlich alle für den Frieden, nicht? Aber ich meine, nie wieder Krieg, das ist doch ein Unterschied. Ah ja? Ich weiß gar nicht, was das ist. Also nehmen Sie jetzt meine Annonce auf, oder nicht? Gehen Sie doch damit zur Konkurrenzzeitung. Da komme ich gerade her. Ach, und die haben das auch nicht genommen? Und da meinen Sie, dass ich... Oh, nein. Sagen Sie mal, was sind Sie eigentlich vom Beruf? Chefredakteur. Oh. Bei der Konkurrenzzeitung. Ich wollte einmal in einer Zeitung meine Meinung sagen. Ich bringe Ihnen jetzt ein kleines italienisches Liebeslied, das ursprünglich in deutscher Sprache geschrieben wurde, in einer neuen schwedischen Übersetzung. Glühwürmchen, Glühwürmchen. Was ist denn los? Es ist genau 20.45 Uhr bis 21 Uhr ist im deutschen Fernsehen BV. Wieso, was heißt BV? Busenverbot. Ach nee, plötzlich. Und in Figaros Hochzeit, da sahen die Damen aus wie ein überfüllter Obstkorb. Wie das? Gleich können die Äpfelchen rausrollen. Denn Fallobst in Figaros Hochzeit ist Kunst und was Sie machen, ist Unterhaltung. Ach, aha, ich... Stell also fest, es gibt einen Kunstbusen hier und einen Unterhaltungsbusen dort. Ne? Tiefstaplerin, hier können Sie haben, was Sie wollen. Hier können Sie haben, was Sie wollen, aber keinen Werbebusen. Der Dekolleté bleibt zu und jetzt singen Sie. Nee. Unter den Umständen nicht. Glauben Sie vielleicht, ich habe Stimme. Moment, lassen wir mal gucken jetzt. Was ist das? 1. Januar 1963.
mittags noch besoffen gewesen. Hör doch mal auf. Also können wir doch nicht anfangen. Das so fängt's aber immer an. Nein, wir dürfen nicht, ja, nicht Tag für Tag, sondern das Jahr als Ganzes müssen wir untersuchen. Mhm. Untersuchen, wo ist das alte Jahr? Ich möchte es abhören. Lass das Wort aus dem Kanal, denk an Panorama. Ja eben, was ist davon übrig geblieben? Die gute Rama. Das inspiriert mich. Ja? Ja. Jetzt schon. Du denkst mal, wir müssen ziehen, ne? Das ist eh zu lang, du. Im Gegenteil. Nein, nein, es inspiriert mich. Wir testen. Was? Das zurückliegende Jahr 63. Hm? In netter Form natürlich. So was, ne? Wir testen Realitäten nach Qualitäten und nach der Substanz. Wir testen auch Illusionen aus den Regionen unseres Vaterlands. Ja, ja, Moment, was meinen wir denn jetzt mit Vaterland? Ist das Europa, ist das Gesamtdeutschland oder Bundesrepublik oder doch nur Bayern? Es gibt auch keine Verlegenheit, in die du einen nicht bringst. Ich kann doch mal... Also schön, Bayern klammern wir erstmal aus. Was? Sind wir schon so WDR-infiziert? Nein, nein, das ist doch aus Zeitgründen. Wir bleiben bei der Bundesrepublik, weil da im vorigen Jahr viel weniger passiert ist als bei uns in Bayern, ne? Moment. Alles, was in Bayern passiert, passiert doch gleichzeitig auch in der Bundesrepublik. Ja, ja, aber nicht alles, was in der Bundesrepublik passiert, passiert auch in Bayern. Und du weißt sicher ja endlich... Guck mal, du! Ja. Der Max! Der Max-Express. Ich denke, es ist so heiß, dabei werden die erst warm. Du weißt nicht endlich, was Föderalismus ist, ne? Oh, ja? Ach so, ja. Na schön, also alles, was nicht zulasten von Bayern geht, das nehmen wir uns jetzt vor. Also schön, fangen wir an zu testen. Ich würde sagen, alphabetisch, wir fangen mit A an, ne? Mit Abhöraffäre. Nein, Abhöraffäre geht zulasten von Höcher, Löcher geht zulasten von Bayern. Und wie? Abschuss von Proske. Geht zulasten der Abhöraffäre, Abhöraffäre geht zulasten von Höcher, Löcher geht zulasten von Bayern. Augstein. Augstein geht zulasten von der Spiegelaffäre, Spiegelaffäre geht zulasten von Fieber, Fieber geht zulasten von Strauß, Strauß geht zulasten von... Kaffinger. Naja, nun gut, dann geht der eben zulasten von Bayern. Wir testen deutsche Innenpolitik 63. Also hier, du kannst ja die Politik testen wie eine Ware. Du kannst ja verkaufen wie eine Ware. Gut, testen wir die CSU. Nein, nein, die geht zulasten von Bayern. Oh, Verzeihung, ja, die CDU. Nein, die geht zulasten von Adenauer, das hast du eben schon gehört, ja. Die geht auch zulasten von Bayern, geht auch. Nein, pass auf, wir testen die Opposition. Denk, die CSU geht zulasten von Bayern? Nein, ich meine doch die SPD. Na, du sagst doch deutlich, ich hab geglaubt, weil du Opposition sagst. SPD, 100 Jahre alt, Weltklasse. Was? Nur noch als Cognac. Testen wir auch die FDP? Nein, das vergessen wir lieber. Warum? Vergessen kann so eine Art von Barmherzigkeit sein. Oh, schade, Mensch. Wir hätten die FDP so schön testen können, so wie Panzerketten. Wie was? Die Panzerketten springt leicht ab. Nein, 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 geht ja nicht. Panzerketten gehen ja zulasten von Onkel Alois. Onkel Alois geht zulasten von Strauß. Und der geht zulasten von Kaffinger. Das habe ich gewusst. Dann bist du einer von den wenigen gewesen, die das damals gewusst haben. Nein, habe ich gewusst, dass du damit kommst. Ach so. Aber die Bundeswehr, die geht zulasten von Hassel. Nee. Wieso nicht? Von Hassel. Ja, da kann die Bundeswehr ja auch nicht führen. Aber gut, testen wir die Bundeswehr. Achtung, und jetzt Hebelschuss. Ihr! Fällt die Platzeck? Hier! Gefreiter Raub? Sitz! Wofür? Für andere! Ein Lied! Drei! Vier! Ja, wir drei sind solidarisch, sind wir zwei auch ohne Blut. Unser Ruf ist literarisch, denn uns schuf Autorenwut. Jedoch der Raub, der brachte es schon weiter, ja mit Verlaub, und ist doch erst Gefreiter. Der hat es gut, der ist des Heeres Tier, aus Fleisch und Blut und nicht nur aus Papier. Wenn du populär nur wirst, durch Mark und Kirst, ha, 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 hast du nicht vom Leben. Siehst du aber heute hin, denkst es hat noch ein Sinn, hinter unserem Streben. Aus all dem Staub, der auf uns beide liegt, es gibt den Raum, wir haben doch gesiegt. Zack, zack! Test! Testergebnis? Na, großartig. Was? Vorkriegsqualität.
Das einzige Produkt, warum uns das Ausland heute noch beneidet. Du, aber den Test können wir nicht, den können wir nicht veröffentlichen. Warum? Handelt sich doch bei dieser Produktion um ein Ausnahmestück. Ja, hat der Lübcke auch gesagt gerade, ja. Außerdem sind soeben 20 Maschinen der Bundeswehr gestartet, um über Nagold 2 Tonnen Grassamen abzuwerfen. Hat der Lübcke nicht gesagt, aber warum? Ja. Kannst du dir nicht meine Pointe selber erklären? Alles muss man selber machen. Und was sagt die Welt dazu? Welche, die Große oder die Zeitung? Und wenn ich so ein Gesicht mache, kannst du aber denken, welche Welt ich meine, oder? Entschuldige, früher hast du gewesen noch mal ein Wort darüber verloren. Das waren noch Zeiten, oder? Ja, da war die Mark. Moment, jetzt bringst du mich aber einen Gedanken. Wir könnten doch die Währung testen. Ja, äußerst preiswert. Für 10 Pfennig bekommt man immer noch einen Groschen. Naja, nun, was bekommt man für 10 Pfennig? Die Weltzeitung. Na, dann behalte ich lieber meinen Groschen. Oh, jetzt fällt mir noch, wir könnten das neue Strafrecht testen, oder? Ah ja, sag mal, apropos neues Strafrecht, sag mal, sind danach schon die kosmetischen Operationen auch strafbar? Was? Ja, sind die Mensuren haben sie aber vergessen. Ja, wenn dir also deine kleine Nase nicht passt, kannst du immer noch Saxo Borussia werden, nicht? Ja, ihr Doppelkinn beseitigt schnellstens Teuto Franconia. Aber geht die zu Lasten von Bayern? Nee, die geht zu Lasten der Restauration, aber die... kriegen wir später. Ja. Also, im Donnerwetter nochmal, gibt es denn nicht ein Problem, das in Deutschland einem Test standhält? Der Test ist Schweigen. Oder Neiße Linie. Das bleibt einer späteren Friedensregelung vorbehalten. Der Kalte Krieg. Das bleibt einer späteren Friedensregelung vorbehalten. Der Bauernkrieg zu Brüssel. Das bleibt einer späteren Friedensregelung vorbehalten. Das Eheproblem. Das bleibt einer... Ja, doch. Doch, ist ja gut. Das Rassenproblem. Das bleibt... zu Lasten von Bayern. Man kann es drehen und wenden an allen Enden. Eines bleibt so klar. Es war ein dummes und fieses, trübes und mieses, dieses kalte Jahr. Zwar, wenn es um Mitternacht gekracht hat, ist es ja als solches um. Aber vieles, was es uns gebracht hat, steht noch lang im Weg herum. Ob wir darüber stolpern oder nur holpern, ist doch ungeklärt. Jedoch das Jahr 63 zeigt regelrecht sich nicht empfehlenswert. Moin! Moin! Ihr zwei seid auch schon da? Bist du schon wieder besoffen? Nein, immer noch. Ah, so machst du das. Ja, wie gesagt, wir sind zu kurz. Hast du noch einen auf der Pfanne? In dem Suff, Mensch. So, was wollen eigentlich die Viere hier auf dem Baum? Die Viere? Hast du schon gefrühstückt? Keinen Tropfen. Kein Sekt mehr. Nein, das ist ja gar kein Sekt. Das ist kein Knallkümmel. Nein. Das ist viel was Besseres. Ja, oh, ist das gut. Was ist denn das? Alka-Seltzer. Hausmarke. Pack mir meine Olle immer statt Pausenstulle ein. Automatisch. So eine automatische Olle will ich auch haben. Sag mal ernst, Olle, was wollen die drei hier auf dem Baum? Trinke doch mal.
Was wollte der Herr hier? Jetzt brauchen Sie hier einen Schnaps. Was war mit dem Bierchen? Jetzt stimmt's. Sie wollen den Bau besichtigen. Oh, um Gottes Willen, Otto, Sie gehen doch nicht über die Kellertreppe, Mensch. Die zermanschen uns ja den Statiker, du. Der muss doch noch den Bau abnehmen, bevor er zusammenfällt. Der Bau? Nein, diesmal der Statiker. Noch ein Richtfest wie gestern, du. Den sehen wir nie wieder. Was die so mit uns machen? Weißt du schon das Neueste? Nein, was gibt's denn Neues? Heute Abend ist Richtfest. Hey, hast du bloß gesagt, heute ist kein Richtfest? Das wäre jung gewesen. Was die so mit uns machen? Die nutzen uns ganz schön aus. Wann gehst denn du in Urlaub? Ich gehe in die Hose. In die Hose? Nein, oder ich gehe in die Hose. In die Hose? Nein, oder ich... In die... Im Juli gehe ich. In die Hose-Saison. In die Hose! Schornsteinfeger, Kaminkehrer, Schlotpfleger, Essenputzer. Ja, wissen Sie, München ist so überfremdet, da muss man sich in vier Sprachen ankündigen. Moment, ich muss erstmal... Ich muss erst mal mein Zeichen hier aufs Pflaster machen, damit die Leute wissen, wann ich wiederkehre. Nicht vorsichtig sein, da ist mal schon mal eine Hose kaputt gegangen. Aber... Warst du zusammen wieder, ja, oder? Das ist mein Geheimzeichen, da wissen die Leute gleich, was das heißt. Das heißt, macht euch euren Dreck alleine. Ja, das ist ja. Man kann ja heute viel mehr Geld verdienen als Kaminkehrer, wenn man nicht mehr Kamine kehrt. Ja, ich kehre auch nicht mehr. Der Johann geht und nie mehr kehrt er wieder. Oh. Man kann sich auch mal selber wehtun, nicht? Eine Art von Masochismus. Ja, ich habe mich umgestellt. Ich habe meinen ganzen Betrieb umgestellt auf Glücksbringer. Ja, wenn du früher mal so einem begegnet bist zum Schornsteinfeger, hast du gesagt, per Zufall so, hast du gesagt, hast du Glück. Nicht? Und diesen Zufall wollen wir jetzt weitgehend ausschalten. Ich habe einen ganz neuen Werbespruch, Corrigé la Fortune. Zu Deutsch, wer Französisch kann, hat schon mal Glück gehabt. Komm auch ins Haus, Anruf genügt. Auf Wunsch auch mit Glücksschwein und allem drum und dran. Nicht? Hufeisen, schwarzen Make-up, Ruß wird gestellt. Das Ding hat eigentlich gesagt, sie dahin. Oh, ich habe schon 20 Angestellte. Meistens Schauspieler, die was nebenbei verdienen wollen. Ne? Opernsänger nehmen wir nicht, weil die haben so ein Vibrato, da fällt immer der Esser ein. Das kann ich. Ich habe natürlich Schwierigkeiten gehabt. Schwierigkeiten ein bisschen, nicht mit meiner obersten Kehrbehörde. Weil die haben das nicht mit meinem Kehrbezirkskommando, nicht? Na, da sagen sie aber nicht, da waren wir gar nicht so schlecht, nicht? Kehrbezirkskommando, also hat man gar nicht so wehgetan. Und der Kehrbezirkskommandeur, der war sauer. Der hat gesagt, das wäre also schlecht und es wäre unmoralisch, dass man mit dem Aberglauben der Menschen Geschäfte macht. Ich habe gesagt, das ist immer noch besser als mit dem Glauben. Und da... Mein Terminkalender ist übrigens schon voll, mein Terminkalender. Ah, ja. Nicht, dass ich jetzt nicht weiter könnte, nein, nein. Meinen Sie, was? Ist ja live, kann ich mir nicht leisten, nicht? Ich meine, ist das Hammer nur davon, dass das live ist, nicht? Wenn ich da hänge, hänge ich für Deutschland, nicht? Nein, aber der hat zu mir gesagt, das ging ja also nicht. Daraufhin habe ich ihm gesagt, er könnte mich. Und da hat er gesagt, ich soll doch kehren, was ich will. Und da habe ich ihm den Rücken gekehrt. Und Max,
Max, es ist 5:05. Um 5:30 musst du vor der SPD-Geschäftsstelle sein. Die brauchen ja Glück dieses Jahr. Viel Glück. Nimm dein Auto mit. Einer allein schafft's bei denen nicht. Da muss man ja so nachhelfen bei denen. Bei der nächsten Wahl, also wenn die in Deutschland mal wirklich 40% kriegen sollten, dann aber nur, wenn das Volk auf 150% erhöht worden ist. Weil nicht, dass sie geschickt werden, aber immerhin irgendwie schuld dran sind sie schon. Ich muss um fünf, da müssen wir ein eigenes Programm drüber machen. Um 5 Uhr bin ich bei, die halten es aus, ja, ja. Bin ja wegen des Humors. Also die... Nein, glauben Sie nicht etwa, dass die etwa einen haben. Das war zu direkt, das verstehen Sie, das geht nicht. Um 5 Uhr muss ich bei den Teutonen sein, bei diesen Säbelgelehrten mit den akademischen Grübchen da, die Grübchenmechaniker. Der Satisfaktionsvorsitzende, so ein blödes Ding, warum? Diese Requisiten, dabei braucht man es gar nicht im Endeffekt, will? Man kauft immer zu viel beim Fernsehen. Naja, wenn Sie es nur um Besen handeln, dann geht's ja. Wenn ich zu neu werde, dann müsst ihr mir das sagen da oben, ja? Aber die es angeht, sitzen ja selber drin. Also, bei den Teutonen, da war ich, also der Satisfaktionsvorsitzende, der wollte unbedingt einen Schornsteinfeger mit Abitur. Und, naja, aber das war sehr einfach, nachdem mir mein Zahnarzt mal einen Zahn von außen behandelt hat, was ja nie spurlos an einem vorübergeht, nicht? Hat er gar nichts mehr gesagt, hat er gedacht, ich bin einer von seinen Leuten, nicht? Und dann hat ihn noch einen griechischen Gastarbeiter mit und der hat ihm ein paar Schimpfwörter in Griechisch gesagt, hat er gedacht, wir sind Humanisten. Wir durften sogar zusehen bei der Schlägerei, ja. Naja, ist alles gar nicht so schlimm, wie die Leute immer machen. Das sind gar keine schlagenden Verbindungen, das sind mehr Kloppende. Ja, die haben auch ganz tolle Kloppregeln, sie. Ja, und die Kloppmitglieder, die haben also prima Spielregeln. Also es ist immer abwechselnd, wissen Sie? So, der eine kloppt und der andere hält den Kopf hin, nicht? Und dann das umgekehrt, das ist toll. Ja, aber es macht nichts, es ist gar nicht so schlimm, weil ich habe mir ein paar Körper angesehen, sowas muss man hinhalten. Nein, also der hat zu mir gesagt dann noch, haben Sie gedient? Ich sagte, jawohl, sagte ich, war Schornsteinfeger bei der Kriegsmarine. Und zwar auf einem Segelschulschiff. Na, nun stutzte er. Denn er war ja Akademiker und hat was gemerkt, nicht? Seit wann, sagt er, sind auf Segelschiffen denn Schornsteine? Ich sagte, unsere Ausbildung war so hart, dass wir überall Schornsteine gesehen haben, wo es unsere Vorgesetzten wollten. Ich war so hart, dass ich sogar einen Heiratsantrag von meinem Unteroffizier angenommen hätte. Ja. Das wäre natürlich nicht gegangen, weil es heute eine Mischehe gewesen wäre. Heute ist es natürlich ganz anders, nicht? Auf den Kasernenhöfen. Ja, das ist anders. Hat der Lübcke heute auch gesagt, wie gesagt, also der glaubt auch dran. Aber ja, dem sagt ja keiner was, nicht? Der hat eine tolle Rede, haben sie ihm geschrieben. Der hat eine... Ich meine das nur, weil er es noch nicht ganz auswendig kann. Und der hat... Das kann ja jedem mal passieren. Nein, der... In der... Was? Das war einer vom Haus, der darf das. Nein, das ist auf den Kasernenhöfen heute ganz anders. Sie können getrost wirklich sich auslosen lassen. Also ist ja nicht mehr. Wenn heute jemand nicht gern durch Pfützen robbt, dann robbt er halt ungern durch, nicht? Das bleibt ihm überlassen, nicht? Und wenn einer nicht gern Soldat wird, dann wird er halt ungern gern Soldat, nicht? Da ist der Willkür Tür und Tor geöffnet. Und heute ist es ja noch so, ich meine, das kommt ja noch hinzu, nicht? Die Rekruten, die dürfen ja, vor Gericht dürfen die ja gehen, wenn sie nicht vorher gefreiter werden, nicht? Was? Nein, nicht, dass ich etwa jetzt daran zweifle, dass das eine Meinungsbeeinflussung war. Nein!
Daran zweifle ich natürlich nicht. Seitens der Bundeswehr. Es waren einmal Bürger in Uniform und wenn sie nicht gestorben sind, dann robben sie noch heute. Otto, wie viele Minuten? Otto! Geh doch mal rüber, da, in die Stadt fahren wir rein. Was? Die brauchen einen Schornsteinfeger. Der Seebohm weiht eine neue Einbahnstraße ein. Ist gar keine neue Straße, sind bloß ein paar Schlaglöcher ausgefüllt worden. Aber wissen Sie, die wird dem Verkehr übergeben. Und wo was dem Verkehr übergeben wird, muss Seebohm hin, koste es, was es wolle. Der ist ja schon der Teilstückminister, der immer die Straßen dann aufschneidet praktisch, nicht? Der Bundesaufschneider. Und der ist gekommen, der ist zu keiner Leichtathletikveranstaltung mehr zugelassen, weil überall, wo der ein Zielbahn sieht, denkt, das muss er durchschneiden. Kommt nichts mehr zustande, nur sind die 100 Meter auch noch seine Strecke, nicht? Früher habe ich immer gedacht, der wäre ein Nazi, ist ja Quatsch, da kommt er gar nicht mehr dazu. Wart ihr schon bei Mons? Was ist der bayerische Kultusminister hier, das? Was? Ja, der wollte einen ganz schwarzen Schornsteinfeger, ja. Legt ein bisschen mehr Make-up auf, es ist ja abzuwaschen, was soll denn sein? Schwarz bringt ihm Glück, hat er gesagt. Der nimmt das katholische Lesebuch mit, ja? Kommt jetzt ein katholisches Rechenbuch raus, ist ganz toll, sie. Wird ganz anders gerechnet, ja? Aber für Kinder sehr leicht zu begreifen, das ist eingekleidet. Sehen Sie, du triffst zwei Bekannte auf der Straße und Heidi, von hinten kommen noch zwei. Wie viele hast du getroffen? Nicht vier, nee, drei. Einer war evangelisch. Naja. Ich muss jetzt sofort nach Tegernsee zu Erhard. Da fahren wir zu zehnt. So viel Schornsteinfeger gibt's gar nicht, wie der Glück braucht im Moment. Huiuiui. Und jetzt ist er bedroht von allen Seiten. Der Adenauer hat ihn gedroht, ja. Er will ihn unterstützen. Und dann. Und der Mende, der Debattenbuffo, ja? Der hat gesagt, er will sich aktiv in die Politik einschalten. Also Erhard ist von allen Seiten bedroht. Und nur hat er sich auch noch so übernommen. Vorgestern hat er in Amerika gar gesagt, er zeugt für ganz Europa. Und für ganz Europa, kein Wunder, wenn es in Deutschland heißt, Deutschlands Frauen sind unglücklich, nicht? Der Rundfunkanstalten Deutschlands. Verehrte Fernsehzuschauer, wenn Sie bemerken, dass ernste Kommentatoren, Ansagerinnen und Rundfunkreporter völlig unvermittelt, ganz unnatürlich locker und charmös werden, bitte seien Sie nicht irritiert. Es handelt sich nicht um einen völlig neuen Stil, es handelt sich um Silvester. Es ist derselbe Tag, an dem ganzjährige Spaßmacher in tiefen Ernst verfallen. In dieser Stunde der Sammlung wollen auch wir die erfolgreichsten Sendungen des Jahres sammeln. Wie aber wissen wir, welche Sendungen die erfolgreichsten des Jahres waren? Wir fragen den Infratest, das Fieberthermometer der öffentlichen Meinung. Und das stecken wir ganz tief in den Rachen des Volkes. Und Sie werden erstaunt feststellen, unser Geschmack ist bettlägerig. Und nun ein Potpourri der erfolgreichsten Sendungen des Jahres und ich wünsche Ihnen frohen Infratest. Ein Cowboy! Hallo, Jim. Hallo, Hank. Sind wir Freunde? Ich schätze. Wer schätzt? Das, liebe Kinder, war eure Sendung.
Guten Abend. Gleich vielleicht in die erste Runde und da kommt schon unser erster Kandidat, Herr Schneider, ein Lehrer aus Bremervörde. Herr Schneider, darf ich bitten? Ja. Guten Tag. Würden Sie bitte Ihren Namen sagen? Mein Name ist Schneider, ich bin Lehrer in Bremerhaven. Sie hat mir doch versprochen, Sie wollten Bremervörde sagen. Und wir kommen also gleich. Welches Gebiet haben wir denn heute? Geschichte, ja. Und Sie brauchen noch wie viele Punkte? Vier Punkte, ja. Da haben wir eine Frage Nummer vier. Die Frage Nummer vier sagt: Wann war der Siebenjährige Krieg? Im Sommer. Ja. Das ist schon sehr schön, aber. Sie sind auf dem Wege, ja. Aber ich glaube, ich muss es leider noch etwas genauer haben. Ich meinte mir von wann bis wann. Ja, wenn Sie mir sagen könnten, wann er angefangen hat. Ich glaube, ich kann Herrn Schneider eine kleine Hilfe geben. Sie haben also wie viele Punkte? 17. 17. Und die SPD ist alt wie viele Jahre? 100. 1700. Und Sie sind jetzt? 40. Och, schade. Schade. Hätten Sie mich ausreden lassen, Herr Schneider. Ich wollte sagen, und Sie sind jetzt zum wievielten Mal da? Zum 56. Dann hätten Sie es gehabt. Schade. Mal hätten Sie es eben lieber gewusst, Herr Schneider. Nun steht er da mit seinem roten Kopf und glüht und glüht und glüht. Sie sehen, lieber Herr Schneider, mein Charme ist gefürchtet. Macht guten Abend, ich lass euch keine Ruhe. Bonsoir, bonsoir, guten Abend, ich bin die Onkel Lou. Servus, Ken! Servus, Lou! Ja, danke schön, danke schön, meine Herrschaft, das ist sehr lieb von Ihnen, meine lieben Freunde, der Intendant, der hat mich gebeten, Sie zu sagen, meine lieben Freunde, er hat mich gebeten zu sagen, dass ich ihm versiehen habe. Meine lieben Freunde, und er hat von mir auf die Knie gelegen. Die sehen ihn dann und er hat gesagt, mein lieber Lou, du kannst machen, was du willst. Du kannst von mir aus Fernsehapparate sammeln, so viel, wie du willst. Und du kannst von mir aus auch Traktoren sammeln für die armen Bauunternehmer. Und wenn es kein anderes gibt, mein lieber Freund, du kannst auch vielleicht, kannst du sogar singen. Aber bitte sehr, sei unser lieber, guter Onkel Lou. Und da bin ich wieder der Onkel Lou. Danke, aber meine lieben Freunde. Ja. Und hier ist auch schon, meine lieben Freunde, mein erster Kandidat. Da kommen wir schon. Ich kenne ihn nicht, er kennt mir nicht. Wir haben uns überhaupt noch nie gesehen, Haha, da ist er. Guten Abend, mein Freund. Guten Abend, der Lemke. Ein wunderbarer Mensch. Das ist wunderbar. Ja. Sie sehen, er kennt nicht einmal meinen Namen. Und jetzt, mein Freund, jetzt kommt deine erste Aufgabe. Ja? Jetzt, du guckst hier runter in dem Publikum. Und wenn du siehst in dem Publikum hier irgendeinen Menschen, den du kennst, irgendeinen, vielleicht einen Großvater, Großonkel, Großmutter, Großvater, einen kleinen Neffen, siehst du hier irgendeinen, den du kennst? Nun guck mal runter. Guck. Nein. Nein, er geht niemand. Ah, was habe ich gesagt? Er geht niemand. Du bist ein wunderbarer Mensch bei dir. Jetzt geht's ein klein bisschen in die Ecke. Ich werde später nochmal auf dir zurückkommen. Meine lieben Freunde, ich muss einmal sagen, meine lieben Freunde. Er ist ein wunderbarer Mensch. Wir arbeiten hier ohne Netz. Wir arbeiten hier ohne Netz und ohne doppelten Boden. Er kennt mir nicht, ich kenne ihn nicht. Wir haben uns auch nie in unserem Leben zusammengesprochen. Wir haben uns auch nie einmal gesehen. Haben wir uns. Sag mal, Luke, gib mir doch nicht mal meinen Füllfederhalter wieder, Mensch. Ja! Heini, hör auf zu popeln, komm raus! Du sagst, geh zu Uwe und sag, jetzt ist Schluss mit Füße waschen fürs neue Jahr. Ich brauch die Schüssel für den Salat. Ja, More. Sag mal, was hast du denn da? Klasse. Du hast doch nicht die Klobürste gegeben, die ich Oma Puhvogel zu Weihnachten geschenkt hab, Mann. Ja, wollt sie ja nicht mehr haben, ne? Warum nicht? Ja, sie hat gesagt, probieren gesagt, Papier bleibt Papier, ne? Oh, das will ich nicht. Geh mal zu Uwe, ja, schnell. Fietje! Fietje! Ja, hast du die langen Unterhosen angezogen? Du weißt, wir sind bei Brackebuschens eingeladen und die sparen aber so mit den Kohlen. Ja, mein Lieber.
da sei man ohne Sorgen. Ich hab mich ja auch schon frische Socken angezogen. Warum das dann, ne? Ja, weil die beiden Braggebussen immer so dusselige Witze erzählen, dass ein die Schuhe auszieht. Was denn, du, Alberta? Jungs! Du musst mal rausgehen, aus Fenster gucken. Warum? Egon will nicht glauben, dass du schielst. Du, guck mal, Mutter, ist in Fahrt. Mutter, ist in Fahrt, ne? Du, Vater, Uwe hat gesagt, du bist nicht komisch. Nee, ist auch nicht. Ich bin nicht komisch. Nee, bist du nicht. Ich hör du mit dem Boss. Kennst du zum Beispiel Freddy, den Schallplattenmatrosen? Jo, Uwe, du, den kannst Vater nachmachen, du. Das kenn ich. Finde ich komisch. Weißt du, was ich noch nachmachen kann? Nee. 10-Mark-Scheine. Finde ich komisch. Finde ich nicht komisch. Mensch, ich bin der Milowitsch von Hamburg. Kann ich nicht überlachen. Jo, verdammt, ich nicht nochmal! Sie sehen, meine Lieben, man kann in Deutschland jeden zum Lachen kriegen. Nur es tut eben manchmal bannig weh. Alles anders als im alten Jahr. Da wird's politischer, da wird's viel kritischer, viel analytischer als dieses Jahr. Im neuen Jahr, ja, ja, im neuen Jahr, da wird das alles anders und ganz wunderbar. Liebe Fernsehzuschauer, zum festlichen Abschluss spricht zu Ihnen der Mann des Jahres. Für den fehlenden Bildausfall im Raume Ochsenkopf bitten wir herzlichst um Verzeihung. Als Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten sowie als auch im Namen der Christdemo als auch der Sozialdemokraten, ich kann das, dann wer kann in Deutschland ohne uns Freie Demokraten überhaupt noch eine Entscheidung treffen? Möchte ich allen Fernsehverantwortlichen ein recht frohes neues Jahr wünschen und noch einmal mit Nachdruck versichern, im deutschen Fernsehen kann jeder sagen, was er will. Er muss sich nur vorher vergewissern. Aber im neuen Jahr, aber im neuen Jahr, da wird das alles anders und ganz wunderbar.